Zucker macht uns süchtig. Ich glaube, das hat mittlerweile jeder verstanden, denn Zucker aktiviert Belohnungszentren im Gehirn. Das heißt, wir wollen immer mehr davon, wir werden abhängig davon und das ist auch so ein bisschen die Intention, dass halt überall Zucker reingemischt wird, um uns abhängig und süchtig zu machen. Tatsächlich gibt es auch Studien, die nahelegen, dass Zucker die gleichen Zentren im Gehirn aktiviert wie bestimmte Drogen, so wie Kokain zum Beispiel, denn Zucker macht uns glücklich. Zucker setzt Glückshormone frei, wie Serotonin und auch Dopamin und deswegen wollen wir immer mehr davon. Es gibt tatsächlich auch sehr viele Menschen, die zuckersüchtig sind und es tatsächlich gar nicht wirklich merken. Und ob du auch zu diesen Menschen gehörst, ob du schon eine Zuckersucht entwickelt hast und es deswegen höchste Zeit ist, etwas zu verändern, denn dauerhaft wirst du dann mit gesundheitlichen Problemen zu tun haben, dann solltest du dieses Video anschauen, denn ich stelle dir heute 7 Anzeichen vor, die darauf hindeuten können, dass du schon zuckersüchtig bist und dass es an der Zeit ist, etwas zu verändern. Zucker macht nicht nur dick, das weiß man mittlerweile, Zucker macht uns auch krank. Denn Zucker fördert Entzündungen im System, das heißt, je mehr Entzündungen wir haben, Entzündungen sind immer die Vorstufe der gängigen Volkskrankheiten, Diabetes, davor Insulinresistenz, aber auch Herzinfarkt, Schlaganfall und alle anderen gängigen Erkrankungen, auch Magen-Darm-Erkrankungen. Das heißt, Zucker ist schlecht und Zucker kann Entzündungen im System fördern und Zucker macht uns krank. Deswegen solltest du, wenn eines dieser Anzeichen oder mehrere dieser Anzeichen zutreffen, deinen Zuckerkonsum überdenken und gegebenenfalls nach Alternativen suchen. Ich habe ganz viele zuckerfreie Alternativen als Rezepte hier auf meinem Kanal, aber auch auf Instagram. Außerdem bekommst du auch ganz viele Tipps, wie du eben auch einfach auf Zucker verzichten kannst, wie du zuckerfrei leben kannst und wie du damit dem Zucker ein Schnippchen schlägst und lange und gesund alt werden kannst. Und vor allem auch alle möglichen Krankheiten vorbeugen kannst. Fangen wir direkt an mit Anzeichen Nummer 1. Es ist ein sehr offensichtliches Anzeichen und das ist eben das ständige Verlangen nach Süßem. Wenn wir einmal anfangen, Süßes regelmäßig zu essen, wollen wir immer mehr. Das kennst du vielleicht auch. Du hattest mal vielleicht schon eine Phase geschafft, in der du weniger Süßes gegessen hast, aber plötzlich fängst du wieder an, mehr zu essen und dann möchtest du immer mehr. Dann kannst du gar nicht mehr aufhören und verlangst immer mehr danach. Das ist einfach auch, weil der Körper eben auch immer wieder von diesem positiven Gefühl etwas haben möchte. Weil Zucker löst in uns positive Reaktionen auf. Nur kurzzeitige positive Reaktion, muss man auch dazu sagen, denn es lässt relativ schnell nach und wenn diese Reaktion dann wieder nachlässt, dann wollen wir die nächsten Kick, dann wollen wir wieder Zucker haben. Das heißt, du hast ständig Lust auf Süßes, vor allem auch nach dem Essen. Nach dem Essen Lust auf was Süßes haben könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass eben dein Fettstoffwechsel nicht richtig greifen kann, dass du permanent im Zuckerstoffwechsel unterwegs bist und damit auch zu viel Zucker und verarbeitete Kohlenhydrate konsumierst. Denn der Körper kann nicht so richtig ohne Zucker auskommen. Das heißt, du brauchst immer diesen Geschmack von Süßen, du brauchst immer diesen Geschmack nach Zucker. Auch dein Mikrobiom, deine Darmflora, die gewöhnt sich an den Zuckerkonsum. Denn es gibt bestimmte Darmbakterien, die sich eben von Zucker ernähren. Und wenn wir jetzt diese regelmäßig füttern, können die sich natürlich fleißig vermehren und verdrängen damit die guten Darmbakterien. Das heißt, diese schlechten Darmbakterien, die wir eigentlich nicht haben wollen, die wollen dann immer mehr Zucker haben, sie verlangen nach immer mehr und deswegen gibst du das denen dann auch. Das ist etwas, was ganz unbewusst abläuft, aber dieses ständige Verlangen nach Süßem, dieses nicht aufhören können, Süßes zu essen, das ist eines der offensichtlichsten Anzeichen für eine entstehende Zuckersucht oder eine bereits etablierte Zuckersucht. Zweites Anzeichen, Energieeinbrüche und Müdigkeit. Das heißt, du bist oft müde, hast ein Mittagstief, deine Energie ist nicht konstant auf einem Level über den gesamten Tag. Du könntest dich eigentlich immer mal wieder so hinlegen. Das ist ein ganz eindeutiges Zeichen, dass du zu viel Zucker konsumierst. Zucker sorgt dafür, dass dein Blutzuckerspiegel schnell ansteigt und dass er dann rapide wieder abfällt. Und immer wenn er rapide abfällt, langen wir in so ein Energieloch. Das heißt, wir haben eben dann keine Energie mehr, wir brauchen schnell verfügbare Energie, oft auch wieder in Form von Zucker, weshalb der Körper danach verlangt. Aber auch hast du dann dieses sogenannte Mittagstief, Nachmittagstief, du bist müde, antriebslos, du möchtest nicht so viel bewegen, du setzt dich lieber auf die Couch, du legst dich lieber hin, anstatt irgendwie aktiv zu sein, weil dein Energielevel nicht konstant über den gesamten Tag ist. Für viele ist es undenkbar, ein konstant stabiles Energielevel über den gesamten Tag zu haben, aber ich kann dir sagen, dass das eigentlich normal ist. Und dass das jeder haben kann, wenn man mal anfängt, seine Ernährung umzustellen und mal den Zucker und die verarbeiteten Kohlenhydrate wegzulassen. Wenn du also Energieeinbrüche hast, ständige Müdigkeit, ist das ein Anzeichen, dass du zu viel Zucker konsumierst
und womöglich auch schon abhängig davon bist, denn dein Körper verlangt immer nach dieser schnell verfügbaren Energie in Form von Zucker. Drittes Anzeichen, Stimmungsschwankungen und Reizbarkeit, vor allem, wenn du keinen Zucker zu dir nimmst. Ja, das eine ist ja, was macht Zucker mit uns? Das andere ist, was passiert mit dir, wenn du auf Zucker verzichtest? Und sehr schnell gereizt zu sein, Stimmungsschwankungen zu haben, ist ein Anzeichen dafür, dass du auch abhängig bist vom Zucker. Zum einen entstehen Stimmungsschwankungen und Reizbarkeit immer dann, wenn der Blutzuckerspiegel nicht radikal, also nicht gut genug läuft. Das heißt, wenn er eben die ganze Zeit Achterbahn fährt, führt das auch in diesen Unterzuckerungs- oder in diesen tiefen Blutzuckerphasen, wo wir vielleicht sogar in den Unterzucker fallen, weil er rasant angestiegen ist, rasant wieder abfällt, zu Stimmungsschwankungen und auch zu Reizbarkeit. Aber vor allem für die Menschen, die dann irgendwie gar kein Süßes mehr bekommen oder auf Süßes verzichten müssen, die sind dann gereizt und haben Stimmungsschwankungen. Und das ist dann etwas, weil dein Gehirn immer nach dieser süßen Droge verlangt, immer mehr will und nicht damit klarkommt, mit diesem Entzug in Anführungsstrichen. Das ist auch schon das nächste Anzeichen, dass du häufig Kopfschmerzen hast, vor allem wenn du eben nicht Zucker isst. Das heißt, wenn du auf Zucker mal verzichtest oder gerade mal kein Zucker in der Nähe isst, du keine Kohlenhydrate isst, du keine Schokolade isst, keine Gummibärchen, was auch immer, bekommst du Kopfschmerzen. Und das sind Entzugskopfschmerzen. Das muss man einfach so sagen. Dein Körper macht einen Entzug durch. Dein Gehirn ist es gewohnt, auf Zucker zu funktionieren. Dein Körper ist es gewohnt, auf Zucker zu funktionieren, zu laufen. Das heißt, wenn du ihm das wegnimmst, dann hat er erstmal so ein bisschen das Gefühl, dass ihm keine Energie zur Verfügung gestellt wird. Und der Körper darf eben auch erst lernen, aus anderen Elementen, wie zum Beispiel Fettsäuren, Energie zu gewinnen. Das heißt, wenn du eben mal den Zucker weglässt, dann kann das zu Kopfschmerzen führen, weil eben auch dein Gehirn es nicht kennt, auch Zucker oder keinen Zucker, sondern eine alternative Energiequelle, wie zum Beispiel Ketonkörper, als Energieträger zu verwenden. Und dieser Entzug ist eben etwas, was auftritt, wenn du dann mal anfängst, auf Zucker zu verzichten und wenn du eben schon zuckerabhängig bist, beziehungsweise wenn dein System abhängig ist vom Zucker und du permanent im Zuckerstoffwechsel unterwegs bist. Das Gleiche geht auch damit einher, dass wenn du eben auf Zucker mal verzichtest, dass du dann auch müde bist, grippeähnliche Symptome hast, Schwindelanfälle, Unterzuckerung, all das deutet darauf hin, dass dein Körper abhängig ist vom Zucker. Ein weiteres Element sind Schlafprobleme. Das ist etwas, das haben die meisten Menschen gar nicht auf dem Schirm, aber Schlafprobleme können auch, also die Ursache kann sein, dass du zu viel Zucker konsumierst oder dass dein System abhängig ist vom Zucker. Vor allem, wenn du nachts auch wach wirst. Ja, wenn du nachts einmal oder zweimal oder sogar öfter wach wirst, dann hat das oft was damit zu tun, dass dein Körper nicht in der Lage ist, mit einer alternativen Energiequelle klarzukommen. Das heißt, er ist ja über Nacht in einer sehr langen Nahrungskarenz, also einer Abwesenheit von Nahrung. Ja, meistens so 8 Stunden, je nachdem, wann du zu Abend gegessen hast. Und das ist für viele Körper schon schwer, wenn sie permanent im Zuckerstoffwechsel unterwegs sind, weil Zucker hat ja nur begrenzte Energieverfügbarkeit. Das heißt, Zucker ist immer nur für eine begrenzte Zeit verfügbar. Und wenn diese Zuckerspeicher dann leer sind, das heißt, wenn der aufgebraucht ist, dann muss der Körper ja wieder Nachschub bekommen, damit er weiterhin Energie gewinnen kann. Das ist meistens ja so alle 3 bis 4 Stunden der Fall. Nachts, wenn wir dann länger ohne Essen sind, kann es eben sein, dass du dann immer zur gleichen Zeit, ungefähr 4 Stunden, nachdem du schlafen gegangen bist, wach wirst und der Körper dann eben nach Energie schreit, weil er eben in den Unterzucker gefallen ist. Und diese Unterzuckerung ist etwas, was eben schon bei vielen Menschen häufig vorkommt, was man auch ganz gut tracken kann. Wenn man zum Beispiel mal so einen kontinuierlichen Blutzuckermesser dran hat, kann man nachts sehen, dass man in den roten Bereich abrutscht. Und das ist eben auch so ein Anzeichen, dass der Fettstoffwechsel nicht greifen kann, dass du immer im Zuckerstoffwechsel unterwegs bist und dass dein Körper, dein System abhängig ist vom Zucker als Energiequelle und gar nicht eine alternative Energiequelle verwenden kann. Wenn wir in den Unterzucker fallen, ist das für den Körper eine Notsituation. Das heißt, er schüttet Cortisol aus. Cortisol sorgt nämlich dafür, dass der Blutzuckerspiegel wieder ansteigt. Das ist eine ganz natürliche Reaktion vom Körper. Und mit der Cortisolausschüttung schütten wir auch Adrenalin aus und Noradrenalin und Dopamin. Und diese ganzen Sachen, diese ganzen Hormone machen uns dann wach. Und deswegen werden wir wach. Und das kann natürlich den Schlaf maßgeblich beeinträchtigen, weil die Tiefschlafphase damit zum Beispiel unterbrochen wird oder beeinträchtigt wird, der Schlaf nicht so erholsam ist. Und naja, du deswegen dann natürlich auch dir schwerer tust, in die Fettverbrennung zu kommen, weil wenn wir schlecht schlafen, ist die Fettverbrennung schlechter, wir haben mehr Hunger am nächsten Tag, die Spirale setzt sich fort. Du siehst, das ist ein einziger Teufelskreis. Das letzte Anzeichen ist, dass du nicht lange ohne Essen auskommst. Ja, das heißt, auch Menschen, die permanent im Zuckerstoffwechsel unterwegs sind und deren System nur den Zuckerstoffwechsel kennt, die kommen nicht länger als 3-4 Stunden ohne Nahrung aus.
Und das, liebe Leute, ist nicht unsere Natur. Unsere Natur ist es, dass wir die Fähigkeit haben, länger ohne Nahrung auszukommen. Unsere Urahnen, unsere Vorfahren, die mussten teilweise tagelang ohne Nahrung auskommen, weil die hatten nicht 24/7 den Kühlschrank, 24/7 den Lieferservice, sondern die mussten halt erst ihr Essen jagen, ehe sie dann was zu essen bekommen haben. Und das kann auch mal bedeuten, dass sie eben längere Zeit ohne Nahrung auskommen mussten. Unsere Körper können das. Und wenn dein System eben immer im Zuckerstoffwechsel unterwegs ist, abhängig ist vom Zucker, süchtig ist nach diesem Zucker, dann wirst du es nie schaffen, in diesen Fettstoffwechsel zu switchen. Und dieser Fettstoffwechsel ist genau das, was dir hilft, dass du länger ohne Nahrung auskommst. Und das können die wenigsten. Die wenigsten schaffen es, mehr als 3-4 Stunden ohne Essen auszukommen. Das heißt, sie essen ständig, permanent, sie snacken die ganze Zeit, was wiederum auch schlecht ist, weil der Darm nie wirklich eine Pause hat. Und weil du somit eben nie in den Fettstoffwechsel kommst und immer wieder abhängig bist vom Zuckerstoffwechsel, im Zuckerstoffwechsel immer nur läufst, immer funktionierst. Und das ist etwas, das solltest du trainieren. Du kannst deinen Fettstoffwechsel trainieren. Du kannst eben auch lernen, wieder ohne Zucker auszukommen. Doch was du dafür tun musst, ist mal auf Zucker zu verzichten. Und das ist das wohl schwerste und härteste, was sich viele vorstellen können. Und viele gehen durch die Hölle, wenn sie auf Zucker verzichten. Ja, das ist wirklich wie ein Entzug. Vor allem die, die viel Zucker vorher konsumiert haben, du musst mit 14 Tagen Zuckerentzug rechnen. Und das sind Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindel. Du bist genervt, gereizt. Ja, am besten sperrst du dich irgendwo ein und sagst einfach, die 14 Tage bringe ich jetzt rum. Wenn du aber in diesen 14 Tagen es schaffst, dass du einfach genug Wasser trinkst, Elektrolyte supplementierst, ohne Zucker bitte, dann auch ausreichend Fette, Proteine und Gemüse zu dir nimmst, dann wirst du das Ganze ganz gut überstehen. Und wenn du einmal diese 14 Tage überstanden hast, was dann passiert, ist der Oberhammer. Denn deine Darmflora wird sich auch verändern, dein Mikrobiom verändert sich wieder. Die Bakterien, die ja den Zucker lieben, die von Zucker leben, die sterben ab und die guten Darmbakterien können sich wieder vermehren, können wieder Platz einnehmen. Das heißt, dein Verlangen nach Zucker wird weniger. Ich verzichte schon ganz lange auf Zucker. Ab und zu, super selten, esse ich mal ein Eis mit Zucker oder irgendwas, was Zucker hat. Mir schmeckt das aber gar nicht, weil es ist mir erstens viel zu süß. Und zweitens habe ich gar keine Lust auf solche Sachen, weil eben einfach mein Körper nicht mehr danach verlangt, weil ich brauche das nicht, um mich gut zu fühlen. Ich brauche nicht diesen kurzen Kick, diesen Zucker, um einfach ein gutes Gefühl zu haben und gute Laune zu haben. Und das kann jeder erreichen, wenn du es mal schaffst, auf Zucker zu verzichten und mal wieder so ein bisschen in den Fettstoffwechsel zu kommen. Mein neuer Kurs, Plötzlich schlank, deine letzte Diät, zeigt dir genau das. Der zeigt dir genau, wie du es schaffst, in den Fettstoffwechsel zu kommen, diesen wieder zu aktivieren, zu hacken und damit wieder her von deinem Körper und dem zu werden, was du eben möchtest. Also dem, worauf du Lust hast, deinem Hunger- und Sättigungsgefühl und wieder die einfach die Kontrolle über deinen Körper zu bekommen und zu verstehen, was tut dir gut und was tut dir nicht gut. Und was sind so deine Gewohnheiten, vielleicht auch die schlechten Gewohnheiten, die du ablegen kannst? Das alles lernst du in diesem Kurs. Du lernst ein Körpergefühl zu entwickeln, ein natürliches Hunger- und Sättigungsgefühl. Und das Ganze kannst du nur entwickeln, wenn du eben auch mal anfängst, auf Zucker zu verzichten und den Fettstoffwechsel zu aktivieren. Wie du das machst, konkret im Detail, wie das Ganze funktioniert, erfährst du in meinem neuesten Online-Kurs. Dort wirst du Step by Step rangeführt, dort stecken in den Videos meine jahrelange Erfahrung auch mit Kunden. Was hat meinen Kunden geholfen, um endlich wegzukommen von diesem ständigen Jojo-Effekt-Diäten und eben auch dieser Abhängigkeit vom Essen? Trag dich jetzt auf die Warteliste ein, diese findest du hier unten in dem Link in der Videobeschreibung und dann wirst du informiert, wenn dieser Kurs gelauncht wird und du kannst dir sogar auch einen Starterrabatt sichern, den es nur für die Menschen gibt, die auf der Warteliste stehen. Also, trag dich unten ein und dann verpasst einfach nichts mehr. Es ist komplett unverbindlich. Du kannst auch immer noch sagen, du willst es nicht machen. Aber ich kann es dir nur ans Herz legen, wenn es dein Ziel ist, mal den Fettstoffwechsel zu aktivieren.